Schönen guten Tag, Jungs und Mädels. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei Nerdbomb. Somehow Bombo returned. Ja, noch eine Woche bis Ahsoka. Ich muss sagen, ich freue mich natürlich schon, wieder Star Wars zu bekommen. Hab aber auch so die ein oder andere Befürchtung, besonders nach der letzten Obi-Shit-Kenobi- und Beta-Fett-Serie, die alles andere als geil waren. Genauso wie jetzt auch die dritte Staffel von Mandalorian, die richtig reingeschissen hat, habe ich doch schon die ein oder andere Befürchtung und die möchte ich hier mit euch mal teilen. Mich interessiert einfach mal, was ihr dazu sagt. Ich will es auch nicht jedes Mal wieder runterbeten. Die meisten, die bei Nerdbomb sind, die wissen es. Ich war nie ein riesengroßer Ahsoka-Fan. Ahsoka war ein Charakter, der einfach in den Kanon reingedrückt wurde. Anakin hatte keinen Padawan. Und in einem absoluten Hirndurchfall ist Lucas eingefallen. Doch hatte er eventuell doch. Also auch Lucas hat schon angefangen, Scheiße zu machen. Da gab es noch gar kein Disney. Und wenn ihr euch anhört, wie dieser Dialog zwischen Dave Filoni und George Lucas gelaufen ist, dann wisst ihr auch schon alles, wie teilweise mit Star Wars umgegangen wurde. Und ich sag's nochmal, schon unter Lucas. He says, let's give Anakin Skywalker a Padawan. And I was like, Anakin doesn't have a Padawan. And he just looked at me and said, Anakin has a Padawan. And that was basically it. That's how Ahsoka came about. Oh, das kannst du keinem erzählen, ey. Es ist so grausam, Junge. Okay, aber spätestens seit der Dave Filoni-Folge in der zweiten Staffel von Book of Boba Fett bin ich ein richtiger Ahsoka-Fan, auch wenn sie ihren Charakter dann wieder absolut unnütz in der Book of Beta Fett-Serie benutzt haben, wo sie einfach mal einen der ikonischsten Momente, und zwar der Sohn von Anakin Skywalker und Ahsoka treffen aufeinander, in Book of Beta Fett einfach so hingerotzt haben. Das kannst du keinem erzählen. Trotzdem bin ich auch tatsächlich inzwischen richtig begeistert von zwei ganz speziellen Szenen. Und das ist das Finale von Clone Wars und dann eben diese Foreshadowing-Szene, die wir dann in Tales of the Jedi bekommen haben, wo Anakin sogar sie so trainiert hat, dass sie eben dann im Endeffekt diesen Angriff oder Order 66 überleben kann. Und dieses Foreshadowing, was einfach ja Star Wars in a nutshell ist, das habe ich absolut gefeiert. Und das ist wirklich eine der geilsten Sachen, die Dave Filoni gemacht hat. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Aber da, wie ich finde, Dave Filoni sich so die Waage hält zwischen 50-50 und zwar 50% absoluter Kernschrott und 50% richtig geiles Star Wars, habe ich doch schon die ein oder andere Befürchtung, wenn es jetzt Richtung Ahsoka geht. Man muss einfach sagen, was Disney aus dieser IP gemacht hat, besonders über die letzten Jahre, ist absolut ein Fiebertraum. Das glaubt kein Mensch, was da passiert ist. Teilweise was wir für mittelmäßigen Bullshit bekommen haben, das ist echt, oder Bullshit und Mittelmaß, das ist teilweise echt unfassbar. Also jetzt mal ganz kurz und knapp hier meine 5 Befürchtungen, wenn wir in die Ahsoka-Serie starten. Befürchtung Nummer 5. Das allseits bekannte CGI oder Stagecraft. Generell ist es so, wenn der ein oder andere Shot man nicht so aussieht wie aus dem Ei gepellt, dann sagt man, okay, das kann man verkraften. Trotz alledem, trotz dessen, dass es Star Wars ist, befinden wir uns hier auf TV-Niveau. Den ein oder anderen Shot können wir da schon mal verkraften. Wundert mich nur, dass Game of Thrones keine Shots verkraften kann und 90% oder 95% von Game of Thrones ab der dritten Staffel aussieht wie ein Blockbuster aus Hollywood. Naja, ist aber auch Disney, die haben ja kein Geld. Dementsprechend habe ich echt ein bisschen Schiss, dass dieses ganze Stagecraft etc. wieder aussehen wird wie der letzte Dünnpfiff. Weil wir haben wirklich teilweise Shots in den letzten Serien bekommen. Obi-Wan kannst du eigentlich im Prinzip komplett als Serie nennen. Ein Komplettreinfall, was CGI angeht. Dass ich wirklich sagen muss, ich habe echt Bauchschmerzen, wenn es um Stagecraft und so geht. Denn auch im Trailer waren schon diverse Shots, wo ich sagen muss, boah, die sahen schon echt grenzwertig aus. Und auch wenn CGI und so nicht alles ist, es gehört zum Gesamtbild und es muss passen. Auch wenn da der ein oder andere anspruchslose Fanboy jetzt wieder flennt und einen macht auf, Hauptsache wir bekommen Star Wars. Okay. Ich habe einen vergessen. Darf ich vorstellen, das neue Nerdbomb-Crew-Mitglied Fanboy Gunnar. So, was willst du? Naja, also, wir warten jetzt schon so lange auf Star Wars. Ist doch egal. Hauptsache, wir bekommen Star Wars. Jetzt sag mir bloß, dir wäre es völlig scheißegal, wenn die Serie absolut Trash aussieht.
Hauptsache, du hast mal wieder Star Wars. Was ist denn das? Was ist denn das für ein Anspruch? Dann können wir den Laden gleich zumachen. Also mir fällt das gar nicht so auf. Ich gucke nur nach den Lichtschwertern und Star Wars, ne? Also wenn hier die Raumschlachten, die Kampfchoreografie und die Fototapete hinten dran alles Banane ist, wäre dir das völlig scheißegal. Ich liebe Star Wars. Halt dein Maul. Star Wars war einfach seit jeher dafür bekannt, technologische Grenzen, besonders was das Visuelle angeht, zu setzen oder zu brechen. Und ich verstehe einfach nicht, dass Disney gerade bei Star Wars da den komplett anderen Weg geht, bei Marvel inzwischen aber auch, und man ja nur noch den Kopf schütteln muss bei diesen Sachen. Man kann ja sagen, was man will. Bei der Sequel-Trilogie sahen die Effekte tatsächlich aber richtig nice aus. Aber alles, was sie jetzt hier Richtung Streaming schießen, ist, oder nicht alles, aber das meiste, ist teilweise schon echt grenzwertig. Auch da haben wir geile Sachen gesehen. Aber holy moly, haben wir da schon Shit gesehen. Also bitte, haut da ein bisschen mehr Budget rein in die Serie und lasst sie bitte mal anständig aussehen. Befürchtung Nummer 4. Und alle diese Befürchtungen sind jetzt nicht genau in der Reihenfolge, sind einfach 5 Stück. Keine dieser Befürchtungen ist jetzt höher oder niedriger als die anderen, nur dass ihr Bescheid wisst. Die Folgenlänge. Also wir wissen ja inzwischen, dass die Premiere tatsächlich 2 Folgen haben wird und die erste knapp über 50 und die zweite knapp über 40 ist. Allerdings ist jetzt schon bestätigt, dass die dritte wieder nur knapp 30 Minuten lang ist. Können wir das irgendwie noch ertragen? 6 Teile hat diese Serie nur. Ich glaube 6 Teile, oder? Und der dritte hat tatsächlich nur 30 Minuten. Mr. Filoni, mit deinem Cowboyhut. Du willst mir sagen, dass in einer Serie mit dem Padawan von Anakin Skywalker, wo Anakin mitspielt und bestätigt ist, wo Ezra mit dabei ist und die ganze andere Rebels-Crew und Thrawn etc., gibt es in dem dritten Teil keine Möglichkeit, noch 5 bis 10 Minuten locker an Dialogen unterbringen. Ich brauche kein Bam-Biff-Bumm. Ich brauche ganz einfach aber ein bisschen mehr Qualität in diesen Folgen. Egal, was jemand sagt. Es geht nicht, dass man in 30 Minuten einen absolut anständigen Ansatz für eine Folge von 6 Teilen mit einer Storyline, die sich über 6 Teile zieht, präsentieren kann, dass man da zufrieden ist und eine Woche drauf gewartet hat. Das ist Telenovela-Style. Das ist Clone Wars-Style. Das ist so lächerlich. Was machen die da? Jeder andere Streaming-Service, und ganz besonders solche Streaming-Services wie HBO, die gehen immer um die 45 Minuten, 50 Minuten, eine Stunde. Da gibt es da auch mal Ausreißer nach unten, aber generell ist es relativ eher weiter oben. Und auch da fliegt nicht nonstop ein Drache durchs Bild. Auch da explodiert nicht nonstop irgendein Haus, sondern da gibt es Dialoge, weil diese Charaktere lieben. Und ich muss sagen, ich kriege jetzt schon wieder Panik, wie die Charaktere hier dargestellt werden, wenn wir nur 30 Minuten haben, weil was für eine Möglichkeit zu atmen sollen die denn bekommen? Aber ja, Hauptsache coole 30 Minuten Star Wars. Vielleicht machen sie ja Spaß. Das werden Safety-Fanboys sagen. Hurensohn! Oh, das war ein bisschen Matsch. Sorry. Befürchtung Nummer 3. Ich habe Riesenbammel vor mehr Kanon Bimbamborium. Das bedeutet, inzwischen ist es eh nur noch Kanon, Schmanon, Comicbuch, Scheiß auf dich, Buch, Scheiß auf dich. Und ich weiß nicht, was sie vorhaben mit der Ahsoka-Serie. Und ich weiß nicht, was sie mit dem Film vorhaben, der noch kommen wird, der in dieser Zeitlinie spielt. Aber ich habe einfach Schiss, dass sie da zu viel reindrücken und das Ganze wirklich so unfassbar ersticken. Weil eins müssen wir mal ganz klar sagen, alles, was wir uns erhofft haben, Storyline-mäßig mit den Mandalorianern und mit dem Darksaber. Das Resultat war ganz einfach. Und ich hoffe einfach, dass sie hier wirklich alles, was um den Kanon hier geht, mit der Rückkehr des Imperiums, irgendwo zieht ja da auch der Imperator seine Strippen. Mit Thrawn, mit all dem, was hier außenrum passiert, dass sie das gut darstellen. Und da komme ich wieder zu meiner Befürchtung davor. Bei der Folgenlänge, wenn wir in der Mitte der Staffel 30 Minuten haben, dann weiß ich nicht, wie sie diese Storyline befriedigend darstellen wollen. Könnt einfach immer noch flennen, wenn ich drüber nachdenke, was für geile Storylines sie mit Mandalorian aufgebaut haben, mit Luke trainiert, Grogu und Ahsoka ist auf einmal da und oh mein Gott, irgendwas passiert hier mit Klonen.
Das könnte mit Palpatine zu tun haben, wie sie das mit Füßen getreten haben in der dritten Staffel von Mandalorian. Ich kann es immer noch nicht glauben. Und ich hoffe, dass das jetzt hier nicht auch noch passiert. Befürchtung Nummer 2. Lieber Gott, bitte lass sie nicht Sabine trainieren als Jedi. Ich sag's euch jetzt gleich schon. Wenn Sabine machtsensitiv ist und hier einen auf Jedi macht in dieser Serie, ist diese Serie sofort in der Bewertung eine 1 von 10 Nerdbomben. Das ist unfassbar. Das war übrigens auch wieder ein Teil der Befürchtung davor, weil, oh mein Gott, bitte führt jetzt nicht auf einmal in den Kanon ein, dass Sabine ja jetzt machtsensitiv ist, weil wir jemanden brauchen, der von Ahsoka trainiert wird. Bitte nicht. Ich hoffe wirklich, dass sie hier nur die Storyline fortsetzen, wie Kanan das auch schon getan hat, ihr ein bisschen beibringen, wie man mit einem Lichtschwert umgeht, dass sie in einem Kampf behilflich sein kann. Aber bitte macht nicht jetzt einen auf machtsensitiv. Das wäre wieder so unfassbar aus dem Arsch gezogen und einfach nur grenzdebil, wenn sie das jetzt wieder irgendwie da reindrücken wollen. Das wäre Banane. Lasst bitte die Charaktere auch ein bisschen in den Story-Arcs, die wir irgendwann bekommen haben. Und Sabine ist eine Mandalorianerin, die viel zu kämpfen hatte rund um den mandalorianischen Lore, aber nicht auf einmal irgendwie in die Richtung Jedi gehen muss. Bitte. So, Befürchtung Nummer 1. Und hier muss ich ganz klar sagen, eigentlich schummel ich hier, das sind 20 verschiedene Befürchtungen. Eigentlich setze ich diese Befürchtung unter die Überschrift, ich hoffe, dass diese Serie nicht dauerhaft meine Star-Wars-Liebe beschädigt. Und nicht jetzt generell, weil es Ahsoka ist und ich denke, die Serie wird irgendwie scheiße, sondern wegen Book of Boba Fett, wegen Obi-Wan Kenobi, wegen Mandalorian Season 3, wegen Episode 9. Wir haben mehr Scheiße bekommen als Sachen, an die ich mich unfassbar gerne erinnere in der Disney-Dynastie, und meine Liebe zu diesem Franchise bröckelt. Ich muss das genauso sagen. Und diese Serie hier könnte ein absoluter Tiefschlag sein, auch wenn ich sagen muss, die letzte Hoffnung ist immer noch Acolyte. Ich setze sehr viel Hoffnung in diese Serie und ich hoffe, dass sie mit dieser Serie neue Wege gehen und dass wir da einfach mal was ganz Frisches bekommen. Denn wenn sie diese Serie jetzt hier auch verkacken mit Ahsoka, dann wird es langsam echt knapp mit dieser Marke für mich. Dann ist die einfach nichts mehr für mich. Weil ich liebe Star Wars, nur wenn Star Wars Qualität hat. Und nicht einfach, wenn es hingerotzt wird. Darum wünsche ich mir eigentlich auch irgendwie, dass Ahsoka auch endlich mal ein Ende findet, hoffentlich in dieser Serie. Wahrscheinlich machen sie aber noch Season 2 und Season 3, weil Dave Filoni diesen Charakter auch nicht loslassen kann. Sie hätte schon längst sterben sollen und tatsächlich ist es auch so, sogar George Lucas hat sich gewünscht, dass sie stirbt. Und sie wird immer noch weiter durch diesen Kanon gezogen, weil der Typ sie nicht ruhen lassen kann. Darum ist ein großer Wunsch, im Gegensatz jetzt zu den ganzen Befürchtungen, die ich geäußert habe, dass sie es nicht lebendig aus der Serie schafft. Hoffentlich einen genialen Abgang bekommt, aber Leute, es schickt. Ich möchte hier auch nochmal ganz klar verdeutlichen, ich freue mich auf die Serie, ich habe mega Bock auf die Serie. Ich hoffe nicht, dass die Serie floppt. Ich gehe in alle Star Wars Projekte rein mit. Hoffentlich wird das was und ich hoffe, es wird richtig nice. Aber sorry, jeder, der nicht absolut hirnverbrannt ist, der kann diesen Müll nicht gutheißen, der jetzt in letzter Zeit hier passiert. Klar, die ganzen Casuals und so, denen ist alles Wurst. Hauptsache, es macht ab und zu Bumm. Aber für uns ist Star Wars natürlich schon immer ein bisschen mehr gewesen. Das sind natürlich meine 5 Befürchtungen, wenn wir jetzt hier in Ahsoka reingehen. Mich würde total interessieren, vor was habt ihr Schiss von diesen 5 Befürchtungen? Was denkt ihr, was könnte eintreffen? Und denkt bitte dran, am Dienstag oder in diesem Fall bei uns immer noch am Mittwoch werde ich wieder eine Watchparty machen. Ich gebe noch bekannt wann. Und wir gucken natürlich auch wieder zusammen die ersten beiden Ahsoka-Folgen. Also haltet Ausschau nach dem Livestream und haut hier mal ein bisschen Liebe an das Video oder auf das Indes. Gebt dem Video einfach mal ein bisschen Liebe, lasst ein Like da, schreibt einen Kommentar, das wäre ganz cool. Ich habe mich gefreut, jetzt wieder back zu sein mit einem Video und ich hoffe, ihr habt es auch enjoyed. In diesem Sinne würde ich sagen, wir hören uns dann zur Watchparty, zum Livestream oder zum nächsten, was auch immer. Bis dann. Peace.